Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute wird es richtig spannend. Ich habe ganz tolle Gäste dabei. Paula kennt ihr schon vom Podcast Vier Brüste für Halleluja. Unter anderem hat sie uns einmal Spotty und Snoopy mitgebracht, die uns heute mental unterstützen. Und wir haben Martina hier. Hi. Martina ist nämlich, ich sag's ganz salopp, hau raus, Wahrsagerin. Und ich war bei Martina schon ein paar Mal, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und dann haben wir uns im Podcast überlegt, wir könnten ja mal, weil das neue Jahr bald beginnt, in die Zukunft blicken. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Bin schon sehr gespannt. Ich habe sowas in die Richtung noch nie gemacht. Ich habe leicht Bedenken, weil du auch gesagt hast, ob wir alles raushauen können, auch wenn es sehr privat wird, wenn es vielleicht auch nicht so schöne Dinge sein könnten. Aber ich will wirklich alles wissen und bin natürlich vor allem gespannt, was 2024 so bereithält. Erklär doch einfach mal ganz kurz, wie das jetzt ablaufen wird. Also regulär geht es ja darum, dass wir versuchen, einfach die Dinge, die euch gerade bewegen, in dem Fall jetzt mit Paula fangen wir mal an, dass diese Dinge wirklich greifbar werden. Ja, also wir haben ja alle Emotionen, Gedanken, Ereignisse, die uns ständig latent belasten. Das heißt, wir Menschen nutzen circa ja 10% nur unserer geistigen Kapazitäten mithilfe unserer Sinnesorgane. Und wir versuchen uns jetzt zusammen in den 90% zu bewegen, also in dem unbewussten Bereich. Ja, wirklich. Ich bin sehr gespannt, weil ich finde, dieses Jahr 2023 war so krass. Also ich weiß nicht, wie es ihr empfunden habt. Schreibt gerne mal jetzt in die Kommentare unten rein, wie war euer 2023? Also ich finde, gefühlt, alle haben sich getrennt. Sehr viel ist zerbröselt einfach an Connections, Verbindungen, Freundeskreisen, die man hatte. Also einfach extrem viel Veränderung. Das ist so meine persönliche Wahrnehmung. Ja. Ich weiß, wie es bei euch ist. Wir werden sehen. Okay, würde ich sagen, los geht's. Wir werden sehen. Gut, ich nutze ganz normale, sogenannte bekannte Skatkarten. Mit Paula fangen wir an. Ich darf dir die mal ausleihen, mein Special Google, mein kosmisches. Einfach mal mischen mit Gefühl, so wie es für dich passt. Und wenn du meinst, ist genug, siehst du, ihr gebt auch nochmal sein Spirit. Sei so lieb, mach mir bitte zwei weitere Stapel, insgesamt drei. Dankeschön. Okay, komm. Mal schauen. Gerade wo du über deinen Vater sprichst, liegt er immer noch drin, zeigt sich. Ihr seid nicht nur über die Wohnung miteinander verbunden, sondern da ist etwas, was du unbedingt verändern willst und neutralisieren musst. Er ist jetzt nicht so eine positive Energie, wie ich es mir wünschen würde. Von der Energie, was wir sehen, kommst du aber auch sehr stark nach ihm. Das bedeutet, ja, du bist doll aus seinem Holz geschnitzt. Ja, allerdings. Hat doch äußerlich viel Ähnlichkeiten. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie der König. Also es ist sehr wichtig, dass du für dich jetzt in dieser zweiten Lebenshälfte, wenn ich das so sagen darf, Annikum, hey, willkommen im Club, dass du wirklich weitere Schritte machst, die tatsächlich auch die wirtschaftliche Abhängigkeit verringern. Aber bitte, Gemach. Ja, ich glaube, manchmal neigst du dazu, enorm zu beschleunigen. Kann das sein? Mhm. Ja, also das Gastgeben ist, da lächelt jemand ganz fett und ja. Du weißt mehr als ich. Wichtig ist das Entschleunigen. Ist gerade schwierig. Mit dem, also Tempo ist gerade bei dir viel Tempo. Ich muss zwangsläufig. Aber hängt auch mit Business und Geschäft zusammen, ne? Weil diese Veränderung kommt. Du wirst was neutralisieren, aber wir schauen mal, eventuell gibt es sogar ein sogenanntes karmisches Thema noch mit dem Papa. Wenn du also mit deinem Dad oder der Seele deines Vaters tatsächlich sozusagen aus irgendwelchen alten, vergangenen, ebenen Geschichten noch verbunden bist, sollte man es lösen, weil die meisten Menschen wissen leider gar nicht genau, da wird von Karma gesprochen, und die Menschen wissen eigentlich gar nicht, dass das eher sozusagen die Negative Credits sind, die man noch hat. Und du hast immer noch energetisch den Papa auf dem Dispo liegen, bist aber selber auch sehr stark, würde ich sagen, in der letzten Zeit, die letzten Monate, auch in diesem Jahr, sehr in deine positiven männlichen Anteile eingetaucht. Also das bedeutet, dass du wahrscheinlich mehr gemerkt hast, dass du dir weniger Vorschriften oder Sachen anhören willst von Leuten, sondern eher sagst, ich höre einmal zu und dann gehe ich in die Neutralität und lass das mal sacken. Früher hättest du wahrscheinlich gleich gesagt, no go. Warst du da ein bisschen temperamentvoller, energischer? Hast du eher so einen Stopp gemacht? Sagen wir so, früh habe ich mehr Sachen angezündet als heute. Charmant gesprochen. Also machen wir ja alle, ne? Mal so hier und am Tisch. Gut, also die Bewegung ist, dass auf jeden Fall im Job sollst du auch bitte Veränderungen vornehmen, was du auch im kommenden Jahr machst. Aber nicht krawallmäßig über Nacht. Geht auch nicht darum, irgendwas rasant zu kündigen. Und geht aber auch nicht darum, krampfhaft mit Geld ganz schnell was zu bewegen. Im Gegenteil. Es geht eher darum, dass diese Dinge sich alle fügen, wenn du ihnen jetzt mehr Space gibst und mehr Ruhe. Ja, das ist nur so ein bisschen das Erste. Diese drei Talons liegen sozusagen da, um uns eine Art Tendenz zu geben, worauf wir einmal gucken sollen. Jetzt gehen wir an die anderen Details. Sei so lieb, bitte leg mir alles wieder auf einen Stapel, egal wie du es möchtest.
Nochmal durchmachen? Nein, kannst du so belassen. Danke. Mal schauen, jetzt gibt es viele bunte Bilder. Das ist symbolisch, dieses Blatt nenne ich das, ist sozusagen der Stellvertreter eines Spiegels der Momentaufnahmen. Man kann aber sogar die Vergangenheit abrufen, man kann teilweise die Zukunft abrufen. Und wenn wir mal die andere Ebene nehmen, dann hast du tatsächlich den Vater, wie am Anfang in diesen drei Talons, ganz nah bei dir, zu nah bei dir. Man sieht so Veränderungen in den Wesenszügen so ein bisschen. Altersstase. Gut, dann danke für die Übersetzung. Ist dir gut gelungen, ja. Die Tendenzen sind sehr stark, dass er ein Mensch ist, der ins Verdrängen, ins Vergessen geht. Ja, das ist auch absolut, ne? Immer verdrängt. Und wenn ich mal deine Mom reflektiere, weil diese Themen, Daddy liegt bei dir in dem sogenannten Wurzelchakra, in einer unteren Ebene. Also du bist mit ihm stärker verbunden, als gut ist für dich. Deine Mom liegt ganz oben und da guckst du auch mit einem eher, ich will nicht sagen gestressten, aber es ist so eine Energie, wo man sagt, es belastet dich indirekt passiv. Also wenn ich das anschaue, sind die Eltern im Moment fast zu präsent. Also mir wäre es lieber, du wärst freier, leichter, würdest nicht so viel nachdenken und du denkst merkwürdigerweise oft an Mama. Und die Mama liegt auch als verhältnismäßig dominant auf ihre Art da. Ja? Ich habe seit 15 Jahren keinen Kontakt mit ihr. Dann ist das klar. Und dann stell dir vor, das Bild sagt, wenn sie über dir liegt, bedeutet es, sie befindet sich energetisch in deinem Kronenchakra. Das ist der Bereich, mit dem wir da oben angeschlossen sind, unser Unterbewusstsein, wie du willst, unser Zugang. Und da liegt sie aber drin. Das heißt, du bist trotz allem, auch wenn ihr keinerlei physischen Kontakt habt, deine Seele vermisst diesen Kontakt, aber natürlich nur den positiven. Ich meine jetzt nicht irgendwelche unangenehmen Ereignisse, die haben ja stattgefunden, sonst wird ihr nicht separiert. Indirekt sucht sie eigentlich einen Zugang, macht aber keinen Schritt. Weil auch hier liegen Sachen bei ihr, Krankenhausaufenthalt und keine angenehmen Geschichten, also körperlich heftige Geschichten und auch Sachen, die ihr, verzeih mir, dich betreffen, total egal waren. Fällt dir da was ein? Kannst du mir da so eine kleine Brücke bauen? Meine gesamte Existenz. Und die war drogensüchtig früher und keine Ahnung, was sie jetzt macht, das weiß ich nicht. Also das heißt auch, was deine Mutter gemacht hat, zum Beispiel mit dem Drogenkonsum, ist ja ein Rückzug aus der Realität. Und diese Tendenz, weil du mit Papa unten liegst, heißt, dass sie geflüchtet ist, auch vor euch. Deine Seele, egal wie alt du bist, vermisst das eigentlich, sucht sie nicht mehr, aber deine Seele weiß, es ist ungeklärt. Es ist ein ungeklärter Level und die will Frieden. Deswegen, das Schöne ist, vor dir ist alles offen, man sagt hier leer. Das heißt, du gehst weiter und weiter, hast aber Papa an den Füßen hängen und sie hast du gedanklich hängen. Dein emotionales Erbe, wir erben ja nicht nur braune Augen, braune Haare, grüne Augen, blonde Haare, wir erben ja eine Seelen-DNA. Und diese Seelen-DNA schleppen wir symbolisch in unserem Emotionalkörper um. Bis die Seele nicht kann, dann gibt es Depressionen, Krankheit. Die wichtigste Geschichte ist nochmal auch hier in diesem Resümee, dass man also sehen kann, eine Karte bedeutet eben Kummer, die andere auch eine Beziehungskarte. Das heißt, im Endeffekt bist du trotz der vielen Menschen, die du um dich herum hast, bist du tief in einem bestimmten Punkt immer noch allein. Und das möchtest du nicht mehr. Das ist wohl wahr, ne? Und ich sage bewusst nicht einsam. Einsam ist was sehr Destruktives, ja, was Negatives. Ich mag bewusst an einem bestimmten Punkt, wir sagen mal die Herzensangelegenheit für mich. Und jetzt kommt wieder eine schräge Erklärung, die tatsächlich wieder mit der Historie, mit diesem sogenannten familiären Erbe deiner Mutter, deines Vaters zusammenhängt. Weil beide sehr destruktive Seiten haben, sehr starke. Ja. Bist du als sozusagen Phänomen rausgekommen, charmant gesagt, wie ein Sonnenschein. Also, ja. Ja. Du hast tatsächlich, das ist echt crazy, du hast die besten Anteile deiner Eltern übernommen. Ja, und die anderen, sagen wir mal, die dunklen Anteile, die man so hat, die kannst du sehr gut kontrollieren. Die sind aber da, die nagen. Und dieses Bild, aber selbst wenn jemand käme wie so ein Ritter und würde dich aufs Pferd setzen und wegtragen, das wäre all das, was deine Mama nicht gemacht hat, dein Papa indirekt gemacht hat, indem er dir diese Wohnung zwar finanziert hat. Rate mal, warum er sie dir nicht verkauft. Weil ich dann unabhängig wäre. Genau, du würdest ihn verlassen. Er hat sogar gesagt, es ist mir lieber, dass ich von mir abhängig bin. Richtig. Und er hat damals aber auch den Verlust deiner Mutter, die Beziehung, hat er nicht verarbeitet und nicht verkraftet. Das war ein One-Night-Stand. Er hat es trotzdem nicht verarbeitet. Mhm. Er hat es nicht verarbeitet, weil du daraus resultiert bist und er aber auch gesehen hat, dass sie dich nicht so empfangen, behütet hat, wie du es verdient hast. Er verehrt dich. Er liebt dich, er braucht dich, aber Paula, du bist auch gestolpert, du bist auch ein Riesenstück Partnerinnenersatz geworden. Du stehst tatsächlich zu präsent, passiv an Daddys Seite, aber da sollte eigentlich Mr. Wright hin.
Also das wäre so die Position, dass man jetzt shiftet, ja, energetisch. Aber letztendlich ist die Energie die entscheidende, dass du so befreit bist, dass tatsächlich die Beziehung in deinem Leben sich so etablieren kann, dass du authentisch bist. Und dass du nicht nur wunderbar funktionierst und die Leute lieben dich alle, weil du so toll bist und so gut funktionierst. Wer sind die ganz kurz? Ach, die beiden. Das ist die große Wunscherfüllung. Mhm. Oder auch ein kleines Kind. Dein größter Wunsch. Ja, oder auch das sind Kinder für uns, die keine menschlichen Babys haben, sind die Hunde häufig die Babys, ja. Das ist jemand, den nenne ich immer den Lügenbaron oder den Illusionisten. Das sind die Sachen, die wir uns nicht so gerne ansehen. Und im Worst Case sind es sogar die Lügen, die uns Menschen verkaufen. Also ihr falsches Gesicht. Okay. Aber alles offen vor dir bedeutet hier, du kannst jetzt einfach so, wie du das machst, wie so ein Tank gehen. Und man braucht jemandem kein Nein offerieren, sondern erst mal hier. Ja. Ich merke, dass das brennt. Ja. Du kannst jemanden noch so lieben, auch Familie. Am Ende haben die alle ihre Hände irgendwo, wenn wir mal ehrlich sind. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer, es hängt, ob du willst oder nicht. Ja. Und das kann man halt lösen. Okay, wir gehen jetzt nochmal in den Abschluss. Dazu gebe ich dir diese Bilder verdeckt. Das bedeutet, du darfst selber intuitiv nochmal zur Bestätigung dessen, was wir schon gemacht haben, nochmal Antworten ziehen. Dann würde ich dir vorschlagen, dass du, wenn es für deinen Bauch passend ist, mal zu dem karmischen Erbe, was du von deiner Familie trägst, wie eine Karte wählst. Bitte mal hier für die Kamera, ja, die Mama. Das ist dieses Mama-Bild. Na, die Mama, ja. Genau, was wir besprochen haben. Es ist die Mama. Ja. Wähl mir bitte mal für das Loslassen und Auflösen dieses Karmas eine Karte. Fürs Loslassen. Durch eine männliche, tolle, lichte Person in deinem Leben. Also das kann ein Partner sein, kann jetzt auch ein anderer Mensch sein, ist auf keinen Fall Papa. Aber auf jeden Fall durch eine tolle, männliche Person wird sich noch mehr lösen lassen. Das Positive Loslassen der Dinge, die dich am Papa binden und Papa an dich. Also das Positive Loslassen dessen, was euch negativ zusammenhält. Das ist die Ehe- oder Beziehungskarte. Ihr führt ja. Das ist ja die richtige Geste, einmal vor den Kopf. Das ist wirklich so, es ist eine zu enge Bindung, definitiv. Ja, auch wenn die aus Liebe besteht, tut sie aber keinem von beiden langfristig gut. Für das Liebevolle sich ein wenig herauslösen und eine andere eigene Beziehung mit Mr. Right führen. Ja, der große, glückliche, offizielle Anfang. Da tut sich tatsächlich noch ganz viel und dieser Mann bringt dich auch nochmal anders in neue berufliche Gefilde. Du wirst noch einen Wechsel machen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie schnell der kommt, aber ich bin mir sicher, der wird sich im kommenden Jahr schon zeigen und manifestieren. Für deine ganz persönliche Wunscherfüllung eine Karte geben. Papa, für die Kamera, Papa. Ja, alles klar? Ja. Wieder vorne? Papa, okay. Die eine zu nehmen, was dir dein Schutzengel mitzuteilen hat. Der schützt dich vor dem dunklen Karma, vor den dunklen Anteilen, die du schleppst. Also du wirst immer mehr behütet, dass dich auch das, was du trägst, nicht wirklich platt macht. Ja, viele Menschen machen ja dann in Krankheit komplett die Gage, erleiden einen schweren Unfall, von dem sie sich nicht mehr erholen. Das sind dann so die klassischen Sachen, wenn die Menschen unter dem, was sie da haben, komplett verschwinden. Ja, wie geht's dir? Ja, es passt halt immer vieles und es macht auch Sinn so, ne? Das ist, ich weiß um diese Vater-Thematik total Bescheid. Das mit der Mutter, das haben wir ja schon mal besprochen. Ich hab's aber nicht auf dem Schirm nach 10 Jahren. Ich beichte. Aber, so einen Speicher habe ich nicht. Aber ich weiß es noch. So, also das passt schon. Ich muss bloß mal viel Information, das muss es kurz braucht jetzt Zeit. Verarbeiten. Ja. Aber gehst du mit einem guten Gefühl jetzt in die Zukunft? Oder? Ja, ich weiß ja auch selber, dass die Arbeit noch nicht so ganz getan ist. Ne? Ich merke es ja auch. Es ist aber Zeit abzuschließen. So. Es nützt nichts mehr länger zu tragen, zu warten, zu grübeln. Es ist für mich wirklich jetzt die Zeit, wo man liebevoll das Ja zu sich selbst, charmant auch zur Not ein Nein ins Außen sendet, um authentisch und glücklicher, freier zu sein. Ja? Und wenn Leute das nicht verstehen und dich verurteilen oder auch Papa enttäuscht wäre, es tut mir leid, aber es ist dein gutes Recht. Gut. Vielen Dank. Ja, bitte, ich habe zu danken. So. Dann bin ich dran. Da wir eben mit Paula gearbeitet haben, ganz kurz nehme ich die so und neutralisiere die sozusagen. Mhm. Ja, das ist einfach nur gedanklich. Ich gehe dann einmal rein, nehme das raus, was jetzt Paula betraf. Gehe kurz um meine Energie. Und jetzt darfst du sie mischen für dich selbst. Nimm ein bisschen mehr dein Herzgefühl. Ja, genau. Ja, das ist schön. Atme einmal deinen Druck weg. Das macht doch nichts. Ja, sei so lieb, wie Paula das gemacht hat. Bitte zwei Stapel jeweils, insgesamt drei. Papa? Sowas wie Schwesterherz oder Best Buddy Freundin? Hast du ein Schwesterchen? Ja. Ja,
Deine sogenannte Mit-Best-Buddy-Freundin ist wahrscheinlich wer? Das ist meine Schwester wahrscheinlich. Und sie heißt? Ja. Bella. Bella. Wie jung ist sie? Sie ist 9 Jahre älter. Sie ist sogar älter? Mhm, 37. Okay, Frage. Bei ihr liegt eigentlich die Energie von einem Kind. Hat sie ein Kind? Mhm. Würde sie gerne? Ich denke schon. Ich auch. Also wenn ich das auf dich beziehe, uns geht es ja um deine Person heute, dann hast du dich noch nicht so ganz entschieden, ne? Ich glaube, mir ist eigentlich komplett egal. Ist das nicht schön? Das ist egal, ob du ein Kind kriegst. Finde ich gut. Ja. Hört sich gut an. Auch so mal nebenher so, zack. Also ich vermute tatsächlich, dass was? Ein Kind in dein Leben treten wird. Was passiert hier? Guck mal, wie süß, wie verlegen sie sich gerade. Guckst du dir mal an. Guckst du dir mal an, wie verlegen sie sich gleich. Und wir wollten schwanger. Du bist das. So echt ein Kind? Ach, das wäre doch, ja, wär doch schön. Und du hast alle Zeit der Welt. Mhm. Ganz ruhig, Blondie. Okay. Das ist alle Zeit der Welt. Okay, bleib schön gut. Für dich ist ganz klar an diesen 3 Bergen zu sehen, du brauchst immer Familie. Du brauchst immer um dich jemand rum. Also der absolute, das Nightmare ist, du wärst alleine. Du brauchst immer Zuwende und du brauchst immer dieses Feedback von Menschen. Ja. Das tut dir gut, selbst wenn es nicht so positiv ist, aber das muss sein. Und dadurch, dass du auch in der Öffentlichkeit stehst, ist es verrückt, aber es ist genau das. Ja, also man muss da nicht. Ja, oder weniger, kommt immer drauf an. Ach komm, also leg mal bitte alles auf einen Stapel, so wie du es für richtig hältst. Alles klar. Also es sind alles gute Eigenschaften, dass du die nutzen kannst. Aber wir gucken mal, was du mehr zentrieren dürftest. Ich weiß, das hört man immer nicht so gerne, aber Anerkennung ist für dich ganz wichtig. Oh, oh. Und gleichzeitig leidest du manchmal darunter, ne? Also wenn bestimmte Sachen, auf die du Wert legst, von denen du denkst, die sind wichtig für dich, jemand das nicht so empfindet oder bestätigt, das gibt dir leicht so einen ganz kleinen, merkst du diesen kleinen Schlag? Das ist sehr wichtig. Weißt du, eine konkrete Situation ist so schwierig. Na ja. Soll ich das bestätigen für dich? Du kannst gerne uns, du kannst uns beiden gerne weiterhelfen. Ja, das wäre sehr lieb. Ja, hast du ein Beispiel oder irgendein Bild? Ja, ja. Oh. Das ist schon, ist ja nichts Schlimmes. Nein, nein, es geht darum, dass wir... Aber es ist dir wichtig. Die Anerkennung von außen ist das, was dir den Motor macht, weiterzumachen. Kannst du dich daran erinnern, als du, wie du explodiert bist, als du angefangen hast damit? Ja, du warst doch nicht mehr zu halten. Nee, das war leider in der ersten Woche... 24 Stunden wie eine Rakete, oder? Ja, genau, von 0 auf 100. Wenn man, schau mal, wenn man so ackert, macht man es zwar für sich selbst, auch exzessiv am Körper, aber was sagt uns das wieder aus, wenn wir extrem viel am Körper machen? Wir versuchen, ganz viel umzustellen. Mhm. Na, also du kannst manche Sachen zwar im Außen umbauen, aber im Inneren sind sie alle präsent. Und das ist das, was du dann auch erlebt hast, wenn du dann zum Beispiel krank geworden bist oder bestimmte Themen aufarbeitest. Mhm. Und jetzt fängst du erst an, authentisch zu werden. Mhm. Empfindest du es selber so? Ja, jetzt oder? Tritt die Authentizität ein. Du bist, so wie eben, stellvertretend bist du die Herzdame. Das heißt, du bist sogar bei dir zentral mittig in deinem Leben. Toll ist, dass du dich trotz deiner Rückschläge wahnsinnig öffnen kannst, dass du dein Feuer neu zurückgewinnst. Aber wenn ich mal so ein bisschen zurückspule, noch vor ungefähr circa 8 Monaten, das sieht aus, als wenn du da 3, 4 bis 15 Fragezeichen im Kopf gehabt hättest, ob du und was du machst. Ja. Warst du an so einem Punkt, wo du das echt total für dich nochmal neu aufgestellt hast? Ja, da war ich ja noch relativ frisch auch in Berlin und da habe ich mich dann auch von meinem Partner getrennt. Das war die Trennung, die du da hattest, okay. Und jetzt kommt eine ganz interessante Sache. Obwohl du recht jung bist und natürlich auch sehr erfolgreich, hast du schon sehr viel Verantwortung übernommen. Auch für gewisse Leute. Das schien dir dann auch sehr schwer zu fallen, das zu lösen. Das hast du geschafft und du hast es ausgetauscht, was gut ist, eine falsche Abhängigkeit gegen eine komplette Unabhängigkeit. Mhm. Und was bei dir natürlich toll ist, dass du gleich einen riesen räumlichen Wechsel auch noch gemacht hast. Mhm. Das ist natürlich sehr mutig. Und dann gibt es noch jemanden in deinem Kopf, das ist jetzt nicht Bella, das ist nicht deine Schwester. Da ist noch eine weibliche Person, zu der du aufschaust und deren Rat du wirklich immer regelmäßig hinzuziehst. Immer. Paula. Wenn dir was passiert, wenn ich irgendwas erzähle, dann ist das ja lieber Paula. Ja. Das ist das Wichtigste. Also es ist interessant, auch wenn du mit Bella sehr gut bist, liegt Paula aber fast eher wie Schwester. Ja, also ganz bewusst muss ich betonen, nicht wie Mama. Und nicht wie Mama ersetzt. Das ist es nicht. Mhm. Es ist wirklich dieses ganz tiefe Vertrauensverhältnis ohne irgendeinen Zweifel. Man sieht sich immer zweimal, haut bei euch genau hin. Weil ich davon ausgehe, was ich gezeigt kriege, dass ihr euch aus mehrfach irgendwelchen alten Geschichten kennt. Man sagt aus dem alten Leben sozusagen. Mhm. Also ihr seid nicht neu, ihr seid nicht fremd. Und vermutlich hat eure Energie, als ihr euch kennengelernt habt, sofort gepasst. Mhm. Das heißt, es klingt jetzt total lustig, aber wahrscheinlich habt ihr beide sogar mal eine Beziehung gehabt im alten Leben. Ja, ganz spannend. Auch wenn du jetzt hier die Jüngere bist, kommst du mir so vor, als wärst du der Kerl gewesen und du wärst das Mädchen gewesen. Ja.
Ich hab dich sowas von abgeschleppt, ich weiß es nicht. Ja, warte mal, man sieht sich immer zweimal in diesem Leben. Warte mal ab, ne? Aber das ist interessant, dass tatsächlich auch hier für dich mit dem Älterwerden eine andere, zweite, weitere Selbstständigkeit ist. Also du wirst nicht nur alleine jetzt auch in diesem Sport direkt bleiben, sondern du wirst mehr machen. Gibt es so einen Wunsch, dass du gerne im Außen mehr fördern würdest? Nee, eher Plan B wäre, dass ich dann gerne Therapeutin wäre. Halt, na gut, ist aber auch in der Öffentlichkeit. Dann. Ja gut, aber auf jeden Fall auch für jüngere Menschen speziell? Wäre ja auch offen. Wäre genau das Richtige, ja. Die Kiddies, und es hat doch einen Grund. Sag mal, du hast dich ja früher schon, als du klein warst, selber immer sehr stark mit Leistungsdruck beschäftigt. Mhm. Kannst du dich, ja, grins, kannst dich dran erinnern? Ja, sowieso. Klar, schulische Leistung, Tennis, Sportarten. Hast du schon früh angefangen, ja? Ja, aber ich war jetzt quasi nie gut genug. Aber man denkt dann immer so, okay, was wäre denn irgendwie noch so gegangen? Dabei, ja. Du bist zu alt für eine Profikarriere, du spielst nicht gut genug und so weiter. Ja. Und es war mit dem Körper auch dann immer so ein Thema. Du hast immer schon irgendwo, egal wie auch im Kopf, ganz viel von dir selbst verlangt, um eine Anerkennung zu kriegen. Also es ist ein Schutzschild. Hört sich richtig ungut an. Nee, weil das ist auch ein Schutzschild. Wenn du sehr respektiert wirst oder sehr bewundert wirst für irgendwas, was du überdurchschnittlich gut machst. Und mir erscheint das, wenn ich das auf mich beziehe, als Mensch fast unmöglich, so eine Leistung zu bringen, so konsequent zu sein. Ja? Und für dich ist das ganz normal. Du kannst das, verstehst du? Du hast einen Knopf, du schaltest den ein und das ist aber dieser Schutzschild, diese Leistung. Ja? Leistung ist Schutzschild. Das Schöne ist, du hast ein ganz tolles Ego, das fräst sich aber jetzt erst im Älterwerden ans Licht. Okay. Und dazu brauchte es wahrscheinlich auch diese etwas heftigeren Beziehung. Beide Männer scheinen versucht haben, dich zu dominieren. Beide. Ja, korrekt. Strike. Und beide sind wunderbar gescheitert. Du bist bei dir geblieben, auch wenn du vielleicht abgedriftet bist. Ja, und du sagst, du hast ja mit der Psyche, glaube ich, zu tun gehabt. Mhm, weil ja. Du sagst Therapie. Ja, also ich glaube, das ist ja kein abgeschlossener Prozess. Nee, aber darf ich offen fragen, was hast du gewählt? Was hat dich dann dazu motiviert, da reinzugehen in die Therapie? Die Therapie, weil ich schon wieder, also wollte die Essstörung von der neuen Beziehung verheimlichen und dann wurde ich bei einem Essanfall erwischt und dann stand es kurz vor der Trennung und dann dachte ich mir, okay, eine neue Beziehung deswegen jetzt auch noch zerstören, so wie meine berufliche Karriere und alles andere, wollte ich nicht machen und es war so der allerletzte Strohhalm. Ich war kraftlos, ich war müde, ich hatte keine Antworten und dachte, okay, jetzt gehe ich, so widerwillig. Ja. Würdest du denn heute sagen, dass du die Essstörung im Griff hast? Ja, ja. So sehr wie noch nie bisher beim Leben. So. Ist das nicht irre? Ich denke, es ist halt auch so ein, ja, das ist so ein, ist das ein Prozess, ja, aber ich bin trotzdem sehr auf Hab 8 immer. Es hängt immer eigentlich... Spielt keine Rolle, ob du rauchst, ob du irgendwas anderes machst, es geht ja auch hier wieder um Schutzschilder. Mhm. Ja, also auch diese, es ist ganz klar, das Essen ist ja Ersatz für Zuwendung. Mhm. Und wenn wir mal das Resümee aus deinen Beziehungen ziehen, dann hast du zwar funktioniert selber in den Beziehungen, aber verzeih mir, auch kaum bis keine echte emotionale Zuwendung bekommen. Fertig. Amen to that. Ja. Das ist ganz klar die Quelle. Das ist ähnlich deines Themas, was euch auch natürlich stark verbindet miteinander. Ich finde das Verhältnis im Bild auf den ersten Blick zu deinen Eltern, was du hast, gut. Mhm. Ich finde es auch nicht zu eng. Denke aber, dass du jetzt im kommenden Jahr so riesige Schritte in deine innere Selbstständigkeit machst, dass du da auch liebevoll weiter wirst loslassen können. Noch hast du einen hier an der Hand und da so ein bisschen und sie halten dich so ein bisschen. Leben sie hier in Berlin oder in der Nähe? In Rosenheim, ganz weit weg. Ganz weit weg. Von, du sagtest, du bist von München mal gekommen, ne? Ja. Glaube ich, ja, alles klar. Interessant ist aber, dass das auch einer der wichtigsten Prozesse war, die Distanz auch physisch zu schaffen. Und wichtig für dich, du bist nicht geflüchtet. Du hast dich jedem Schmerz, jedem Chaos gestellt. Darf ich fragen, du bist auch von Leuten attackiert worden, von außen, von Followern und Co. Ja, klar. Ich glaube, das... Das ist selbstverständlich. Ich glaube, das war so das Allerschlimmste in deinem Leben. Dass du verurteilt wurdest für eine, ich sag mal, menschliche Schwäche. Ja, das hat schon ordentlich gesessen, ja. Und weißt du, was das Schöne ist? Geht dir bald am Arsch vorbei. Ach, herrlich. Das sind doch gute Neuigkeiten. Anerkennung kannst nur du dir am Ende selber verschaffen. Und zwar durch das, was du dir erlaubst zu tun. Oder was du dir eben nicht erlaubst. Diese Erlaubnis sozusagen zur Heilung, zur Freiheit, zur Selbstständigkeit hast du dir gegeben. Und dieser Weg geht nach vorne. Und das ist sehr interessant. Du hast für mich eine sehr starke romantische Seite. Also es gibt tatsächlich einen kitschigen Traum vom Heiraten. Ja, ich bin tatsächlich jetzt nicht so irgendwie ein Fan, dass man das eben schwarz auf weiß braucht und diese, keine Ahnung. Eine Erlaubnis sozusagen. Ja. Ja, oder irgendwie so ein Treffen. Ich bin kein Fan von Verträgen. Wenn aus Liebe.
Ja, also genau. Es muss was Festes, was Beständiges, was ganz, ganz Ehrliches sein. Ganz gerne altmodisch. Positiv gemeint. Ja, also altmodisch ist positiv. Treue und so, davon rede ich. Ne? Ja, das ist sehr gut. Also das Treue ist, ne? Ganz, ist extrem wichtig. Also, du hast auf jeden Fall, hast du jetzt dieses Home geschaffen. Es ist aber nicht dein letztes. Ich tippe ganz stark im Laufe der Jahre auf einen zweiten Wohnsitz. Einen zweiten? Und der scheint auch nicht gleich um die Ecke zu sein. Neuseeland. Oh, wow, ja. Das wäre so oh, gerne. Schön. Das ist so schön. So weit weg gleich. Hast du so einen Wohn? Dafür habe ich zu wenig Orte bisher gesehen also, und erlebt. Aber ich möchte damit vermitteln, dass es so aussieht, dass du da mehr international gehen wirst. Mallorca. Zum Beispiel. Ist ein Anfang. Ist okay. Ein Anfang. Ist ziemlich nah, trotzdem sehr popular. Musst du machen, ist dein Ding. Also so richtig zurückziehen wirst du dich erst später mal. Für mich ist klar, das bleibt so, weil du hast die Tiefe in der Karriere. Den Tiefpunkt hast du überwunden. Es geht jetzt wieder bergauf. Nein, ich jetzt. Dachte, ich habe auch nicht gewusst, wie lange ich das noch machen kann. Weil zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, was ich mir nicht vorstellen könnte, wenn da auch ein Kind im Raum ist, dann weiß ich nicht, ob ich das so den Beruf so fortführen möchte. Musst weil du dir jetzt keine Gedanken machen. Glaub mir. Okay. Glaub mir, das hat gar keinen Sinn. Das hängt nachher alles noch mit deinem Partner zusammen. Liegt ja auch schon so. Wie viel brauche ich denn noch? Wie viel ist es denn? Oh, das ist schwer. Das ist jetzt, liebe Sophia, wie Lotto. Wie gesagt, wenn ich die zahlen könnte, würde ich nicht hier sitzen. Also ganz klar ist für mich, der ist auf gar keinen Fall jünger. Wahrscheinlich auch nicht gleichaltrig, sondern eher älter. Yes, yes. Passt. Genau, richtig. Also für mich kann er bis zu 10 Jahre älter sein, weil der gibt dir die Stabilität, den Halt, den du wirklich suchst. Und durch ihn und mit ihm wird sich die räumliche Situation für dich noch zum Zweiten verändern, sodass ich annehme, dass vielleicht dieser Herr woanders wohnt oder einen zweiten Wohnsitz hat oder haben will. Es sieht so aus, als wenn du tatsächlich dann auch, kitschig, ist aber so, einen Antrag bekommst, über den du entscheiden kannst, ob du den nimmst. Liegt wieder, wie vorhin, ein Kind vor dir. Ja. Ich bin mir fast sicher, dass es dann dein eigenes ist. Ein was? Dein eigenes ist. Also nicht, dass dein Freund es mitbringt. Das kann natürlich auch sein, dass er schon eins hat. Aber es sieht eher danach aus, dass es euer Kind würde. Oh Gott. Und wenn das ein älterer Partner ist, dann musst du dir darum nun wirklich keine Gedanken mehr machen. Dieser Mann liegt so ein bisschen indirekt gekoppelt Richtung Beruf. Also das scheint da auch jemand eher zu sein, der gar nicht so gerne ins Licht in die erste Reihe will. Okay. Ja, er liegt auch nicht so wahnsinnig weit weg. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon in der späteren zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres schon passieren kann. Das hat Paula auch orakelt. Hexe. Ja. Verbrennt sie. Und du wirst ihn nicht gleich sehen. Du kriegst ja nichts mit. Wenn du beschäftigt bist, rennst du wie so ein Tank durch die Gegend. Nee, du kriegst es gar nicht mit. Nee. Und selbst wenn jemand dich da so ganz versonnen ansmilen würde, das merkst du erstmal gar nicht. Nee, vor allem bin ich ja immer die Dominante, die Dinge in die Wege leiten muss. Da hast du Pech, diesmal nicht. Echt nicht? Nee. Aber das wäre mal eine schöne Abwechslung. Das wäre genau das, was du willst. Außerdem muss er den Test bei dieser Person gut bestehen. Und das wird schwierig. Das ist schwierig. Ich bin richtig aufgeregt. Süß. Das ist so. Und die Wohnung und dieses Ereignis, deine Selbstständigkeit schon so liegt genau richtig. Und stell dir vor, die Stufe da drunter, das klingt so schräg, ist schon dieser Mann. Was hier? Ich habe nicht gesagt, dass er einzieht. Ach nein, Gott, warte. Gott sei Dank. Er kann sich ja bei dir aufhalten. Aber der Punkt ist mir wichtig, dass du erstmal deine Unabhängigkeit, Gott sei Dank, dass du die ganz neu definierst. Und dann gibt es tatsächlich... Soll ich mir noch mehr Infos über den? Wie schaut der aus? Jetzt. Ja, ich verstehe dich zu gut. Ich verstehe dich zu gut. Ich denke, dass er ein sehr schlanker Mensch ist. Ich glaube nicht, dass er ein Bodybuilder ist. Aber ich denke, dass er halt sehr gut ausschaut, weil er sportlich ist. Ich finde, es gibt auch schlanke Männer, die sportlich echt toll aussehen. Also die haben dann die entsprechenden Schultern. Ich kann ihn ja noch hochfüttern, das geht schon. Ja genau, du kannst ihn doch trainieren. Warum denn nicht? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, gute Idee, ne? Gut, dann würden wir nochmal diese Diagonale rausziehen. Dann gib mir bitte, ganz wichtig, für dein neues Ego, das wahrhaftige, echte, authentische eine Karte. Okay. Ja, sagt sie. Hast du gesehen? Ich muss es fühlen. Ja. Let's go. Diese Illusion bedeutet hier das alte falsche Männerbild, die Vorstellung, wie ein Partner aussieht oder was er macht. Mhm. Das hört auf, das ändert. Ja, du hast dir tatsächlich, halte ich fest, Leute gesucht, die dich erniedrigt haben, um dich zu deiner Höchstleistung hochzupuschen. Braucht kein Schwein, kann man machen, aber
ist nicht so der Burner. Ja, nee. Gib mir mal bitte jetzt deine ganz persönliche Wunscherfüllung, meine Karte. Fetter geht schon nicht mehr. Absoluter Neuanfang. Ganz groß Erfolg Öffentlichkeit. Bitte nicht zu hochschrauben, muss kein Oscar sein. Aber es ist wirklich auch verbunden mit Erfolg, Anerkennung und auch gutem Geld verdienen. Für den neuen Mr. Right, der sich da unten irgendwo schon hinter einer Palme hier so kullert im Sand. Do it. Yeah, yeah, yeah. Für den jetzt quasi. Ja. Cool. Verlegen wie eine kleine Maus. Nehmen wir das in der Mitte. Nehmen wir das in der Mitte. Wahrscheinlich durch Freundschaften und oder bekannte Quellen. Also kein Online-Date. Mm. Ihr habt's gesehen. Mm. Du auch? Mm. Du auch. Du lässt tuckern, aber genau, bitte nicht aufs Online zu stark. Denke nicht, du brauchst jetzt jemanden. Ich suche genau offen jemanden. Offen gesprochen. Der 10 Jahre älter, 38, bei diesem Peter, der nicht in Deutschland lebt. Ja, am besten noch reinschreiben, weißt du? Das ist das Allercoolste, ja? Und du wunderst dich, dass du Luftpumpen anziehst. Genau. Also verstanden, wahrscheinlich über Freundschaften, Bekannte. Okay. Ja, zum Beispiel ist das auch eine gute Freundin wie Paula. Es kann sein, dass sie tatsächlich was zu tun hat, dich einlädt. Ja, ja. Mach mal hin. Warte, Geduld. Okay. Ja, ist ja nicht mehr lange. Ich könnte den Gym anbieten. Genau. Ja? Okay, cool. Hätte ich da dein Go für? Nein. Das ist mein Sohn. Vor allem bist du 10 Jahre jünger, das verpasst nicht. Gib mir bitte mal eine Karte für die Nachricht deines Schutzengels an dich. Mhm. Leidenschaft und Lebensenergie, richtige Lebensfreude. Das ist Sport, das ist aber auch wirklich Lachen, das ist wirklich echt wieder lebendig werden. Du warst schon abgestorben. Weißt du das? So jung wie du bist, du warst schon abgestorben eine Zeit lang. Jetzt kommst du echt zurück. Ja. Dann habe ich ja nochmal diesen zweiten Wohnsitz liegen. Ja, das ist nochmal eine große Nummer. Ja, es ist noch neutral. Das heißt, du wirst dann auch wählen können, wenn es so ist. Wahrscheinlich kriegst du da mal ein Angebot oder wirst eingeladen, so wie ihr mich heute spontan eingeladen habt. Und keine Ahnung, was daraus alles noch resultiert. Mhm. Schicksal geht dann seinen Weg. Hast du noch irgendwas für dich selber oder für die Gesundheit? Irgendwas, was du gerne noch fragen möchtest? Ja, also mal Gesundheit ist Störung, wäre noch interessant. Ja, ist für mich gefühlt ca. 70% hast du es im Griff. Mhm. So fühlt sich auch an, 70% ist... Und wenn du es... Es geht nichts zu 100%. Das gibt's nicht. Und es schwankt. Es bedeutet aber auch, sich selbst wieder zuzutrauen, auch mal die Kontrolle zu verlieren. Weil das spricht dafür, dass du dein neues, also dass du Urvertrauen wieder anfängst zu generieren. Du kannst dich ja nur auf etwas einlassen, wenn du Urvertrauen bist. Ne? Gerade wenn du jemanden nicht kennst und dann nicht weißt, was kommt. Du gehst einmal ins Urvertrauen. Geh mit reinem Herzen hin, wird schon klappen. Ja, und das war's auch. Und es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich war ganz aufgeregt, ein Wechselbad der Gefühle. Paula geht mit einem guten Gefühl raus. Ich wirklich auch. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Wir packen auch nochmal Infos zu dir unten in die Infobox rein, wenn ihr da auch Interesse haben solltet. Ansonsten dein Fazit auch? Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie Menschen sich selbst neu erfinden können und dass ich ein Stück dazu beitragen darf. Das macht mich sehr glücklich und ich möchte mich ganz herzlich fürs Vertrauen bedanken und die Chance, dass ich wieder was tun durfte. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder, weil ich eine kleine Winterpause hier auf YouTube mache. Ich wünsche euch aber von Herzen frohe Weihnachten und den allerbesten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr 2024, was es uns alles so mitbringen wird. Tschüss. Tschüss.